Ja, die deutsch-französische Achse bei Reporter ohne Grenzen ist auch hier in Potsdam aktiv. Freue mich deswegen ganz besonders, dass mein Kollege Pierre Aski auch aus Paris heute hier ist. Ja, danke für die Einladung hier, um jetzt kurz vor dem Mittagessen, das ist immer etwas undankbar, noch eine kurze Zwischenbilanz zu einem ja nicht ganz kleinen Thema zu ziehen. Aus der Sicht einer weltweit tätigen Organisation wie Reporter ohne Grenzen zu Bedrohungen der Öffentlichkeit in Europa. Ich wurde gebeten, versucht, konkret zu werden. Ein Vergleich in einer heterogenen Region wie Europa ist allerdings ja immer kein ganz leichtes Unterfangen, da ein Vergleich immer auch zu Nivellierungen von Differenzen führt. Aber ich versuche es trotzdem mal. Und ich habe mich entschlossen, 7 Thesen zu formulieren im Rahmen dieser Zwischenbilanz, diese versuchen zu begründen und um uns so hoffentlich dann zusätzlich zu dem Mittagessen auch noch ein bisschen Futter für das Gespräch in der Mittagspause zu liefern. Meine erste These lautet, Europa ist mehr als die Europäische Union. Und ich denke, das ist wichtig zu betonen. Und das haben wir auch heute schon hier wiederum erlebt. Denn Länder wie Russland oder aber auch die Türkei, die Pressefreiheit systematisch mit Füßen treten, haben sich ja von sich aus und auch aus freien Stücken mehr oder weniger zur Einhaltung von Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet. Und dort heißt es, dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Wichtig ist allerdings dann auch wieder trotzdem die Rolle der Europäischen Union, denn außerhalb der Europäischen Union ist die Europäische Union trotzdem immer noch was ganz Attraktives. Das muss man sich, glaube ich, immer mal klar machen, wenn wir hier in der Europäischen Union über Krise der Europäischen Union, über Krise unserer Werte reden. Ich war vor 2 Wochen in Albanien und Mazedonien und das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, mit welcher Begeisterung man dort einem möglichen EU-Beitritt immer noch entgegensieht. Das heißt, die Europäische Union und ihre Werte haben immer noch eine Attraktivität und das ist eben auch der Wert der Pressefreiheit. Und das führt mich zu der zweiten These, selbst wenn Europa mehr als die Europäische Union ist, ist aber die Europäische Union doch ganz wichtig. Und die These lautet, der Europäischen Union sind wirtschaftliche Freiheiten leider oft wichtiger als die Pressefreiheit. Und das zeigt sich an verschiedenen Beispielen. Es gab, wie wir ja heute schon gehört haben, keine echten Sanktionen gegen Polen nach Verabschiedung eines neuen Mediengesetzes und der Beschneidung der Rechtsstaatlichkeit durch neue Gesetze zum Verfassungsgericht. Und eigentlich haben wir Rückschritte bei der Pressefreiheit in Polen beobachtet. Selbst wenn wir jetzt ein rechtsstaatliches Verfahren gegen Ungarn haben, ist dasselbe eigentlich für Ungarn der Fall. Und bei dem Verfahren, bei dem Artikel 7-Verfahren, ist ja alles andere als klar, wie das am Ende ausgehen wird. Die Liste könnte man noch weiterführen. Auch Rumänien gab es vor einigen Jahren unter der Regierung von dem damaligen Premier Viktor Ponta ziemlich massive Beschneidungen der Pressefreiheit, aber in Brüssel mehr oder weniger Stille, wenn es um tatsächlich konkrete Sanktionen beim Verstoß gegen Werte der Europäischen Union vertritt. Und es sind eben nicht nur Werte, das ist, glaube ich, an der Stelle auch wichtig, weil in Diskussionen über Pressefreiheit gehen die Begriffe Werte und Rechte, glaube ich, manchmal durcheinander. Und ich glaube, es geht am Ende auch darum, Pressefreiheit ist ein Recht, Menschenrecht, und es ist nicht nur eine Frage der Moral. Und wichtig, glaube ich, ist an der Stelle zu erwähnen, Pressefreiheit und Medienpluralismus waren bei den EU-Beitrittsverhandlungen der meisten mittel- und osteuropäischen Staaten, aber auch bei den Beitrittsverhandlungen mit Malta und Zypern keine zentrale Bedingungen, wie wir heute eigentlich sehen. Reporter ohne Grenzen hat das schon damals immer wieder kritisiert und Malta und Slowakei haben das vielleicht einigen, die sich sonst nicht so damit beschäftigen, auf eine besonders tragische Art und Weise noch mal gezeigt und das rächt sich heute. Aus Fehlern bei den EU-Beitritten dieser Länder hat die Europäische Union keine Lektionen gezogen und wiederholt eigentlich gerade aktuell, wenn wir in die Türkei schauen, wenn wir nach Serbien schauen, die Fehler aus der Vergangenheit. Die in den jüngsten Fortschrittsberichten der Europäischen Union zur Türkei und den meisten Westbalkanstaaten gab es zwar allgemeine Bemerkungen zur schwierigen Lage der Pressefreiheit, aber die Europäische Union weigert sich, einzelne Fälle von Journalisten und Medien unter Druck zu kritisieren und den Schutz von kritischen Journalisten, von unabhängigem Journalismus, von Medien wirklich zur echten Bedingung zu machen.
Außerdem werden Verantwortliche, wie im Fall von Serbien, der Präsident Aleksandar Vučić in den Fortschrittsberichten nicht als Verantwortliche benannt. In Serbien haben wir einen Präsidenten Aleksandar Vučić, der höchstpersönlich dafür verantwortlich ist, dass Medien und Journalisten diffamiert werden, unter Druck gesetzt werden, bedroht werden. Und damit ist das Instrument des Fortschrittsberichts, das für die Europäische Union ja sehr wichtig ist, im Bereich der Pressefreiheit weitestgehend wertlos und unwirksam. Der Europäischen Union sind wirtschaftliche Freiheiten wichtiger als die Pressefreiheit, zeigt sich aber auch, dass die Europäische Union weitestgehend schweigt, wenn es zum Beispiel geht um die Lage der Journalisten im erdölreichen Aserbaidschan, und auch Aserbaidschan ist ein Land Europas. Meine dritte These lautet: Medienfreiheit lässt sich nur teilweise in Zahlen fassen. Im vergangenen Jahr wurden in Serbien der Radiojournalist Luka Popov, in der Ukraine der belarussische Journalist Pavel Sheremet und vor vielen Jahren schon in Serbien Journalistin Dada Vujasinovic ermordet. In den vergangenen 15 Monaten wurden Daphne Caruana Galizia in Malta, Jan Kuciak in der Slowakei ermordet. Und jeder Mord an einem Journalisten, wie er in europäischen Ländern, nicht nur in der EU geschieht, ist natürlich eine Schande für die Demokratie, erst recht, wenn diese straflos bleiben. Was all diese Morde aber verbindet: diese Morde sind bis heute nicht aufgeklärt. Und das ist eigentlich der doppelte Skandal, die Straflosigkeit. Diese Morde als solche sind schlimm genug, aber weitestgehend bleiben sie straflos. Und das führt mich, glaube ich, zu Erklärungsmustern. Die Abhängigkeit der Medien in vielen Staaten, gerade in vielen neuen Beitrittsstaaten vom Staat, ist in der Denkweise vor allen Dingen vieler östlicher Staaten weiter sehr tief verankert, auch wenn die Fassade liberaler Mediengesetze oftmals eine andere Wirklichkeit vortäuschten und auch wenn diese Fassaden allerdings mittlerweile in Polen und Ungarn durch eher illiberale Gesetze stark bröckeln, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dabei sind Abhängigkeitsverhältnisse, die aus der Zeit des Kommunismus stammen, oft durch neue Zwänge ersetzt worden, die die Einführung der Marktwirtschaft für Medien in vielen Ländern bewirkten. Pressefreiheitsrankings wie die meiner eigenen Organisation Reporter ohne Grenzen sind, denke ich, sehr wichtig, um Diskussionen anzuregen. Aber politische Debatten dürfen dabei natürlich nicht stehen bleiben. Das versuchen auch wir nicht, sondern müssen Zusammenhänge noch deutlicher und differenzierter offenlegen. Erst recht, wenn, und das ist leider in den meisten europäischen Ländern der Fall, die Tendenz nach unten geht. In unserer jüngsten Rangliste der Pressefreiheit, die im April erschienen war dieses Jahr, hat sich gezeigt, dass sich im weltweiten Vergleich in keiner anderen Region die Lage der Pressefreiheit so verschlechtert hat wie in Europa. Und das ist, glaube ich, schon eine dramatische Aussage. Es ist daher sehr wichtig, wenn wir über Morde reden, sich nicht an Straflosigkeit in Europa zu gewöhnen. Und deswegen setzen wir uns als Organisation auch weltweit für einen UNO-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalisten ein. Im vergangenen Jahr hat sich der Bundestag auch als weltweit erstes Parlament hinter eine solche Forderung gestellt, und viele andere Staaten unterstützen das schon. Es ist aber auch wichtig, Transparenz zu schaffen über Eigentümerstrukturen. Wir haben vorhin schon die Frage von Medienbesitzstrukturen in Türkei gehört. Das versuchen wir bei Reporter ohne Grenzen mit einem sogenannten Media Ownership Monitor, aber auch mit einer sehr differenzierten Methodik unserer Rangliste, wo wir versuchen, genau solche Fragen zu klären und abzufragen. Und das führt mich zu meiner vierten These: Journalismus ist keine Lernwerkstätte der Demokratie. Unabhängiger und kritischer Journalismus ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Demokratieentwicklung. In vielen Ländern Europas, vor allem im östlichen Europa, sind die Erwartungen der Bevölkerung an die Medien nach wie vor gering, gerade im Vergleich zu Westeuropa und Deutschland, weil nach dem Ende des Kommunismus die Diktaturerfahrung tief sitzen und positive Demokratiepraxis nicht ausreichend eingeübt ist. Das zeigen viele unterschiedliche Erhebungen zum Vertrauen der Medien. Insbesondere, ich hoffe, ich darf das hier sagen, gibt es sehr lesenswerte Studien der Konrad-Adenauer-Stiftung in den ganzen Westbalkanstaaten zu dem Thema, die da wirklich sehr zu empfehlen sind zur Frage des Vertrauens. Es ist daher sehr wichtig,
Medienpraxisprojekte zu fördern, Projekte, die für einen unabhängigen, recherchestarken Journalismus stehen, die Demokratie nicht mit Chaos und Unsicherheit gleichsetzen, sondern mit Aufklärung zur Verbesserung der Lebensbedingungen eines jeden Einzelnen, wie das zum Beispiel das Organized Crime and Corruption Reporting Project machen oder das Projekt Forbidden Stories, die zeigen, wie Korruption Gesellschaften ärmer macht und dass weniger Korruption zu mehr Wohlstand eines jeden Einzelnen führt. Und das wird durch Journalismus aufgedeckt. Und das bringt mich zur fünften These. Es gibt ein ethisches Vakuum, das bislang nicht durchgehend gefüllt ist. Immer noch misstrauen viele Menschen im östlichen Europa den Journalisten. Früher verbreiteten Medien qua Funktion Propaganda. Heute fragt sich die Bevölkerung, ob Medienschaffende für ihre Beiträge bezahlt werden. Und gleichzeitig ist das ein Nährboden für russische Propaganda. Unabhängige Journalisten müssen ihren Platz in den meisten Gesellschaften weiterhin erkämpfen, weil starke Berufsverbände, verbindliche Ethikkodizes sowie Regeln zur inneren Pressefreiheit oft fehlen und weil Medieneigentümer oft kein Interesse an gutem Journalismus haben. Wenn solche Leitlinien fehlen, sind Regierungen und Unternehmen dazu eingeladen, Kontrolle und Restriktionen auszuüben. Auf diese Weise ist ein ethisches Vakuum entstanden. Aber auch in Westeuropa gibt es Debatten über das Vertrauen in Medien und Journalismus. Doch selbst wenn die Zahl der Menschen in Europa, die den Medien misstrauen, langfristig nicht größer geworden ist, sie liegt in unterschiedlichen Studien seit vielen Jahren zu den meisten in den meisten europäischen Ländern zwischen 20 und 30%. Und das ist vielleicht etwas, was man kritisch anmerken muss. Das wurde, glaube ich, in den vergangenen Jahren nie so oft wahrgenommen, diese 20-30%. Aber das ist etwas, da hat sich qualitativ etwas verändert. Denn Social Media, das haben wir nun heute schon gehört, ist etwas, was wirklich Medienlandschaften verändert hat. Und Social Media bewirken, dass das Misstrauen schneller verbreitet wird aufgrund der Algorithmenlogik und damit auch zu größerer Verunsicherung über Journalismus führt. Und auch im Journalismus. Es ist deswegen wichtig, Debatten über journalistische Ethik und journalistische Selbstregulierung in Gang zu setzen oder fortzusetzen und gleichzeitig die Social-Media-Konzerne wie Twitter, Facebook und Google in die Pflicht zu nehmen. Und das heißt in erster Linie über größere Transparenz, natürlich auch ihrer Algorithmen und der Funktionsweise zu sprechen. Wir bei Reporter ohne Grenzen gehen davon aus, dass deren Dienste heute keine rein privaten Unternehmen mehr sind, sondern essentieller Bestandteil moderner Öffentlichkeit und daher in besonderer Weise kontrolliert werden müssen und auch besonderen Sorgfalts- und Transparenzpflichten unterliegen. Wir definieren sie als Informationsintermediäre und haben dazu vor kurzem detaillierte Politikempfehlungen veröffentlicht. Wir plädieren aber auch dafür, dass Medien sich im Rahmen von Selbstregulierung Standards für ihre Arbeit setzen können. Eine Möglichkeit könnten zum Beispiel Vertrauenssiegel sein, die durchdacht sind, könnten Nutzer, an denen Nutzer als seriös eingestufte Medien erkennen können und vorwiegend deren Beiträge anzeigen können in Algorithmen, sodass der Einfluss von Falschnachrichten vielleicht sinkt. Wir haben mit verschiedenen anderen Organisationen eine Initiative Journalism Trust Initiative vor ein paar Monaten dazu gestartet, bei dem Medien- und Journalistenorganisationen an gemeinsamen Standards arbeiten. Und die sechste These lautet, weniger restriktive Visapraxis fördert Demokratie. Wenn Osteuropäer aus Nicht-EU-Ländern problemlos zu uns reisen könnten, dann würde das, glaube ich, viel mehr bringen als viele Milliarden Wirtschaftshilfe. Seit der sogenannten Visa-Affäre vor knapp 15 Jahren in der Ukraine war die deutsche Visa-Vergabepraxis wieder sehr restriktiv. Das schließt Journalisten ein und normale Bürger, also Mediennutzer. Auch wenn für die Ukraine ja erfreulicherweise seit diesem Jahr endlich Visafreiheit herrscht. Aber was ist mit Russland? Was ist mit der Türkei? Was ist mit Serbien? Bei manchen Austauschprogrammen werden festangestellte Journalisten von EU-Botschaften sehr oft bevorzugt behandelt. Doch freie Journalisten dürfen nicht ausgeschlossen werden, ebenso wenig wie die Mediennutzer. Wenn die gesamte Gesellschaft leichter reisen könnte, dann ist das, bin ich fest überzeugt, die beste Demokratisierungsgehilfe, damit sich ein tiefgreifendes Verständnis für Meinungs- und Pressefreiheit entwickeln kann, auch um, wie im Fall der Türkei, Verfolgung und Repression zu entkommen. Anstatt also an der EU-Grenze eine Visa-Mauer zu errichten, die es einigen Ländern erlaubt, eine im Ton aggressive Abschottungs
Politik zu folgen, sind unbürokratische Visa auch für den Austausch von Journalisten wichtig. Und das bringt mich zur letzten These, These Nummer 7. Gut gemeinte Appelle an osteuropäische Regierungen bewirken zu wenig. Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit ist ein grundlegendes und unteilbares Menschenrecht. In vielen Ländern des östlichen Europas ist dieses Menschenrecht unverändert bzw. viel mehr grundlegend bedroht. Aber auch in Westeuropa und auch hier in Deutschland gibt es Bewegungen und Parteien, die Medien und Journalisten pauschal als Lügenpresse diffamieren. Gut gemeinte Appelle von westlichen Journalisten und Politikern an Regierungen, die Pressefreiheit zu achten, können jedoch ganz oft das Gegenteil der gut gemeinten Forderung bewirken. Regierungen fühlen sich dadurch oft noch mehr bestätigt, unabhängige Journalisten als Sprachrohre der Opposition zu bedrohen und einzuschüchtern. Derartige Appelle diskreditieren sich aber auch, wenn deutsche Journalisten sich nicht auch hierzulande gegen Beschränkungen zur Wehr setzen. Sei es, dass sich nur beschämend wenige Journalisten an einer Petition gegen das im vergangenen Jahr vom Deutschen Bundestag verabschiedete BND-Gesetz beteiligt haben, obwohl dieses Gesetz den journalistischen Quellenschutz als eine Grundlage für Journalismus massiv aushöhlt. Sei es, wenn nur wenige dagegen protestieren, wenn das sächsische Innenministerium Journalisten, die in Sachsen auf Pegida-Veranstaltungen von Gewalt bedroht werden, nicht für besonders schutzbedürftig erklärte, wie das vor einigen Jahren geschehen war. Derartige Appelle westlicher Regierung diskreditieren sich aber auch, wenn die westlichen Demokratien es zulassen, dass ein Land wie Aserbaidschan den Europarat systematisch korrumpiert und damit letztlich die Werte und auch das Recht auf Pressefreiheit ausverkauft. Westliches Engagement von Medien und Politik darf sich deshalb nicht in schnell formulierten Appellen an Regierungen, an andere Regierungen erschöpfen. Freiheit heißt auch Verantwortung, sich einzumischen hier und überall. Danke.